Gut. Sind wir eigentlich soweit, ne? Wir sind definitiv soweit, würde ich sagen. Wir sind eigentlich schon durch. Ja, eigentlich sind wir durch. Ich muss immer noch händisch in die Szene wechseln. Hey. Guten Abend, da sind wir. Ui, was hat sich denn da verschoben? Bei dir hat sich dein Vorhang ein bisschen verschoben, Hauke. Was? Wie? Ja. Andere Seite. Skandal. Echt? Ja. Wieso das? Ist gut. Oder ist das Jean? Das ist Jean. Sorry, krieg ich behoben. Alles gut, brauchst nichts machen. Mehr als zugeht nicht. Jetzt so zieh ich. Wieso? Oder obwohl? Das nicht? Oder ist das doch bei mir? Nee, nee. Nee, das ist die Decke. Nee, die Decke bin ich nicht. Alles gut. Ja. Ach ja. So, da sind wir live, da sind wir wieder in gewohnter Runde und guten Abend, auch wenn es halt holprig war. Einen wunderschönen guten Abend euch. Ja, moin moin und herzlich willkommen. Ne? Also je nachdem, wo ihr es gerade guckt, entweder bei mir nicht der Weisheit letzter Schluss oder bei... Ich dachte, ihr sagt jetzt was. Micha, dein Einsatz? Ich kämpfe gerade noch mit meinen Desktop. Alles gut. Oder, genau. Oder dann mache ich erstmal weiter. Oder bei linuxguides.de/live sind wir auch gerade unterwegs. Und auf Twitch sind wir unterwegs. Ne? Auf deinem Twitch-Kanal, Micha, Saint of Sinner, richtig? Genau. Ich finde das immer schön, wie er kämpft, ob da nun S rangehört oder nicht. Ja, ja. Es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig für denjenigen, ja, der den Namen so ja. noch nicht so zu 100%. Aber es ist ohne ja. S. Hm. Genau. Habe ich mir jetzt versucht zu merken, ohne dass ich mir jetzt an die Pinnwand so einen Zettel mache. Übrigens ohne. Ist also soll ich dir mal sagen, welche Pinnwand ich habe, wie ich es mir merke? Ich habe da so ein beleuchtetes Schild hinter mir. Oh. Das ist auch schlecht. Sehr gut. Das bräuchte ich vielleicht auch nochmal. Ja. Aber mit meinem Channel-Namen, damit du es dir merkst. Ja, genau. Ja. Ne, kauf dein Merch. Genau. Ja, wir sind mal wieder zu dritt hier. Hallo an alle. Und ich habe immer noch nicht den YouTube-Chat hier richtig offen. Hallo YouTube und hallo Live-Zuschauer auf Linux Guides Live. Den Chat habe ich nicht offen. Das wird mir zu viel. Ich habe ihn offen. Ah, das ist gut. Dann guckt wenigstens da jemand zu. Ja. Wir haben noch alle ein ziemliches Echo. Haben wir wirklich ein Echo? Haben wir ein Echo? Also, ich gucke gerade bei linuxguides.de live und dort schreibt das Teufelshühnchen, ihr habt da ein Echo. Das kann doch vom Anfang sein. Ah, okay, gut. Da habe ich das selber mal aufgemacht zum Monitor und dadurch hat man Echo drin. Wenn es jetzt aktuell nicht mehr so ist, was nicht mehr sein sollte, weil ich es nicht mehr sehe oder höre, soll das passen. Genau. Ja, super. Ist dieses Mal ja auch quasi wieder eine Premiere, ne? Also dieses Mal über drei verschiedene Kanäle, Plattformen, wo man das Ganze sehen kann. Und von daher, ja, so ein paar Anfangsschwierigkeiten hatten wir denn und hat letztendlich denn ja glücklicherweise geklappt. Ja, dann, das ist ja mehr oder weniger heute auf meinem Mist gewachsen, dass ich gedacht habe, naja, an sich können wir das Thema KI ja mehr oder weniger nicht mehr hören, weil irgendwie wird man von allen Seiten mehr oder weniger damit denn beschallt und auch medial begleitet. Und zum einen interessiert mich das Ganze. Ich habe da schon ein paar Jahre mit rumgespielt. Ich werde meinen Vortrag dazu halten. Und eigentlich finde ich es ganz interessant und man sollte jedenfalls so grundlegend wissen, was da auf uns zukommt. Selbst wenn wir es wenn einige es nicht nutzen wollen, werden viele trotzdem zwangsweise damit beglückt werden. Da kommen wir wahrscheinlich nicht dran, also da kommen wir nicht dran vorbei, sage ich einfach mal so. Und gibt viel Open Source Komponenten dabei, aber auch geschlossene Sachen und ich habe gestern mal eine Umfrage bei mir gemacht und wie ist das? Kommt das bei euch nur gut an oder könnt ihr es nicht mehr hören? Und da haben zwei Drittel gesagt, ja, das interessiert uns weiterhin. Ein Drittel sagt, nö. Keine Ahnung, wie das so allgemein ist. Das letzte Drittel ist dann aus der Kategorie, das muss man gleich kaputt schlagen, das Teufelzeug. Ja.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also einige Sachen davon finde ich auch eher schwierig. Absolut. Wie seid ihr bis jetzt so in Kontakt mit der KI gekommen? Vielleicht können wir da so ein bisschen anfangen. Micha, möchtest du oder? Ja, kann ich. Also ich habe mal das ChatGPT in der Version 3 oder was es war ausprobiert. Also noch die ältere Version. Einfach mal so ein bisschen, um ja, damit rumzuspielen, zu gucken, wie schlau in Anführungszeichen ist es, wo kann es mir helfen. Und ja, kann man echt mal benutzen, wenn man eine komplette Blockade hat. Ich habe es einfach zum Bash-Skripte, ja, ich sag mal, entwickeln genommen. Wenn man eine komplette Blockade hat und nicht weiß, wo man anfangen soll, kann man ruhig mal die KI fragen, die sucht einen das zusammen. Dann guckt man noch mal überhaupt mal drüber, ob das nicht kompletter Humbug ist, was da zusammengeschrieben wird. Und dann passt das schon halbwegs. Also fand ich ganz brauchbar, wenn man eine richtige Blockade hat, wo man wirklich nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ein bisschen hier mit Bild Stable Diffusion und ähnliches mal ein bisschen aus Interesse rumgespielt. Die sind noch nicht so weit, Gott sei Dank, ein Profilbild von mir nach meinen Beschreibungen zu erstellen. Also Glatze und geflochtener Bart kriegt der nicht hin. Wenn da noch Brille dazu kommt, ist vorbei. Dann kriegst du alles, nur nicht das, was du haben willst. Schwierig, schwierig, Ja. ja. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur mit ChatGPT oder GPT. Ich weiß es gar nicht, wie man es eigentlich ausspricht. Also ich sage immer ChatGPT. Weiß ich nicht, weiß jemand von euch, wie man das zu 100% richtig ausspricht? Aber ansonsten, ich habe da eigentlich schon relativ viel mitgemacht, beziehungsweise habe es am Anfang so ein bisschen verschlafen. Also ich glaube so in den Weihnachtsferien sozusagen, da bin ich dann das erste Mal drauf gestoßen, habe das erste Mal ausprobiert. Und ich habe versucht, mich immer wieder mit diesem Thema mehr zu beschäftigen und tatsächlich auch ernsthaft versucht, in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Und das hat sogar eigentlich bis jetzt ganz gut funktioniert. Ich nutze es jetzt fast jeden Tag, würde ich sagen. Und das verwende ich eigentlich für so ziemlich alles, würde ich mal sagen. Na, also nicht, dass ich dann alles copy und paste und sage, so, da ist meine Arbeit. Aber ich versuche, mir da eben den Weg einfacher zu machen und produktiver zu werden in der Zeit. Also ich habe immer aufgeschrieben, wofür ich das Ganze verwendet habe. Hier Instagram-Posts erstellen, ne? Also da so die Ideensammlung, die Erstellung von Videoskripten teilweise. Da habe ich dann meistens so eine Vorlage genommen von ChatGPT und dann nochmal sehr groß ausgebaut. Im Programmieren, wenn ich irgendwie mal nicht weiterkam. Bei der Linux-Administration habe ich es auch einmal erfolgreich einsetzen können. Ich studiere ja noch nebenbei. Das habe ich dann auch ganz groß zur Klausurvorbereitung genutzt. Also, dass er mir dann nochmal irgendwelche mathematischen Phänomene ein bisschen aufgedröselt hat, finde ich sehr, sehr cool. Also geht schon fast so ein bisschen als Nachhilfelehrer durch. Und auch tatsächlich für die Erstellung von irgendwelchen Texten für Webseiten oder so. Das habe ich natürlich dann immer überarbeitet, aber es bietet einem, finde ich, ein sehr, sehr gutes Grundgerüst. Und ich glaube, jeder sollte versuchen, sich damit mehr zu beschäftigen, weil ich denke, das hat großes Potenzial auch in der Zukunft natürlich. Und wer sich nicht damit beschäftigt, könnte ich mir vorstellen, wird nach und nach abgehängt. Ne? Ist jetzt vielleicht so eine ganz große These, die ich immer in den Raum stelle, aber vielleicht noch mal erstmal zu dir, Hauke. Wie nutzt du bis jetzt KI oder hast du es bis jetzt genutzt? Also mein richtiger Anwendungszweck war eigentlich, dass ich für meine neue Homepage mir Bilder generieren wollte. Also ich hatte erst geguckt, so Stock-Images gibt es ja eine Menge, aber das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und dann habe ich gedacht, naja, hier, wo ich bin, das ist ja so ein bisschen Meeresnähe, hätte ich vielleicht gerne so ein bisschen maritim angehaucht, vielleicht mit ein bisschen Strand oder so denn drin, dass sich das Ganze so ein bisschen nett präsentiert, was ich so mache. Und nicht mehr oder weniger dieses, ja, also was man bei IT-Firmen halt hat, da stehen dann Leute im Anzug und so. Ich trage selten, also ich trage keinen Anzug. Also, dass man die einzelnen Themenbereiche so ein bisschen nett bebildert. Und dazu habe ich eben nichts wirklich Passendes gefunden. Und dann habe ich mit Stable Diffusion ein bisschen rumgespielt, habe auch verschiedene von diesen Netzen runter, also die kann man frei runterladen und kann man verwenden.
Und Stable Diffusion ist quasi bloß so ein Oberbegriff für so eine Art von neuronalem Netzwerk, was aus Texten Bilder generiert. Und dann gibt es sehr viele verschiedene Netze, die auf spezielle Anwendungsfälle trainiert wurden. Also das eher obskurste, was ich da mal hatte, waren Mikroskopbilder, die als Trainingsgrundlage drin waren. Da sind ein paar Toffeltierchen und sonst was drin. Aber das gibt eben auch sehr viel allgemeine Netzwerke, die ja quasi alles irgendwie generieren können, was einem so einfällt. Und mehr oder weniger sieht das denn gut oder auch schlecht aus. Also das ist so mein konkreter Anwendungsfall, wofür ich es wirklich benutzt habe. Mit ChatGPT habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Ich habe auch mal zwei Videos dazu gemacht, was dabei rausgekommen ist. Ist vielleicht ganz interessant, um zu erkennen, wo wir jetzt gerade so stehen. Jedenfalls das, was man öffentlich so sieht. Die Reise wird ja deutlich weitergehen, denke ich mal. Da sind ja viele sehr große, mächtige, reiche Firmen dran, die das Ganze weiterentwickeln, zum Teil natürlich im stillen Kämmerlein. Da wird eine Menge noch kommen und es wird auch in vielen Produkten landen, sodass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist, ich schwenke jetzt schon quasi zu diesem zu dieser kritischen Sicht um. Wollen wir sofort schon das machen? Oder gerne. Also fang doch an. Also ich habe mich mit verschiedenen Leuten auch unterhalten, die auch nicht unbedingt IT-Leute sind. Und der eine, also der ist Dozent an einer Universität und dort haben das Studenten mal ausprobiert, haben das gekennzeichnet mit ChatGPT, haben sie Texte erstellen lassen und die klingen aktuell nach dem Stand ziemlich gut, aber fachlich sind sie ja frei erfunden. Und dann haben sie in dem ja, und unter ihren Mitarbeitern und unter den Kollegen mal ausprobiert, haben sie sich selbst eingegeben bei ChatGPT und dann quasi ihren Lebenslauf oder erzähl mir was über meine Person. Und da sind dann die dubiosesten Sachen rausgekommen und das stimmte halt vorne und hinten nicht. Also ich würde sagen, für den allgemeinen Lerneffekt ist es gut, sich damit auseinandergesetzt zu haben, damit man mit nach Hause nimmt oder sich merkt, traue diesem ganzen Krempel eigentlich nicht. Also sei immer kritisch, unabhängig davon, ob es jetzt eine künstliche Intelligenz ist oder ob es Journalismus im Allgemeinen ist. Das ist auch irgendwie so ein häufiges Thema, was ich mit anderen Leuten habe. Wie seht ihr das denn? Also Leute vom Fach beurteilen das, was in der allgemeinen Presse drin steht, meistens ziemlich kritisch, es sind viele Fehler drin. Und so ist es bei der KI auch. Und wenn wir jetzt aus dieser ganzen Situation rauskommen, indem wir gemerkt haben, fange selbst an zu denken, kritisch zu hinterfragen, was du so siehst. Also Bilder lassen sich heute die Kosten, so ein Bild zu generieren, sind sehr, sehr gering. Ich kann mir entweder einen Rechner mit einer ordentlichen Grafikkarte hinstellen. Da sind wir hier so bei 900 € mit dabei, mit dem kompletten System. Damit kann ich das machen, kann alle 23 Sekunden ein neues Bild generieren lassen. Das ist bei meinem so die Geschwindigkeit. Oder ich kann mir auch einen Dienstleister nehmen, kann da Tokens buchen und kann mir da Bilder generieren, so lange wie ich möchte. Also die Kosten dafür, haufenweise Bilder zu generieren, sind deutlich gesunken. Im Gegensatz zu dem, dass ich jemanden da dran setze, der gut mit Photoshop umgehen kann oder ganz frühe analoge Fotografie, da haben sie ja auch schon Dinge gefälscht. Es ist quasi in der Masse angekommen. Also jeder kann das heutzutage machen, man braucht keine Fachkenntnisse dafür, man braucht nicht wahnsinnig reich dafür zu sein. Die Flut ist halt deutlich größer, was uns da entgegenkommt, wie vor ein paar Tagen, der Papst hat da so eine aufgepuffte Jacke getragen, so ein flauschiges Ding irgendwie oder so eine Windjacke mit so Polstern drin. Die hat er natürlich nie getragen, aber das sieht auf den ersten Blick erstmal ziemlich gut aus. Man muss da genau hingucken, dass mit der Hand irgendwo was nicht richtig stimmt. Hände sind im Moment noch ein Problem mit KIs und irgendwie bei der Kette, die er um hat, die hängt bloß an einer Seite, also rein physikalisch müsste die runterfallen.
Also das sollte man, also diese Sachen sollte man gesehen haben und einfach, ja, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Das wird so sein, egal wie weit man da jetzt irgendwie mit Ethik und sonst irgendwas argumentiert, der Zug ist abgefahren. Das wird gemacht, das werden große Firmen tun. Das haben sie bis jetzt schon gemacht. Einige Unternehmen haben auch schon komplette Berichte automatisch generieren lassen durch solche Chat-Systeme. Also von daher, der Zug ist abgefahren. Wir müssen uns darauf einstellen und kritisch sein und die Sachen, die uns präsentiert werden, als vielleicht bloß noch Bebilderung darstellen. Also da ist irgendwo ein Bild rausgefallen, sieht hübsch bunt aus, aber mit der Realität hat es halt nichts zu tun. Okay, gut. Ja, aber für TikTok reicht es bestimmt. Ja, absolut. Dafür reicht es immer. Ja. Also da bin ich ja auch eigentlich deiner Meinung. Es wir haben es und jetzt müssen wir wirklich anfangen, das wirklich ethisch zu hinterfragen, gerade dieses Tool oder diese Tools, weil wir leben ja in einer Welt, wo wir wirklich von Cyberkrieg sprechen oder einem Informationskrieg. Und gerade so eine KI kann dafür missbraucht werden. Und selbst wenn sie es nicht perfekt kann, hat man dann immer noch relativ günstig einen Fiverr-Jobarbeiter, sag ich mal, der dir das berichtigt. Und dann ist die Falschinformation für wenig Geld quasi gestreut. Und dann muss man wirklich die Information hinterfragen, auch wenn es dann immer schwieriger wird. Also da bin ich deiner Meinung, Hauke. Also schwierige Nummer. Und gerade Standort Deutschland mal wieder, Leute, die öfter auf meinem Kanal hier sind, wissen ja, das ist eine schwierige Nummer. Erst zum Ausbau. Und ich glaube, der IT-Unterricht heutzutage in der Schule bezieht sich immer noch aufs Benutzen von Word und Excel. Da gibt es keine Medienkompetenz oder keine Internetkompetenz. Das ist immer noch eine mittelschwere Katastrophe und das macht es nicht besser. Das macht es nur noch schneller. Und gerade die Jugend, die vielleicht mit TikTok aufwächst, wo die Aufmerksamkeitsspanne abnimmt, ist ja irgendwo auch schon nachweisbar. Da wird es schwierig. Aber ich frage mich jetzt, also ihr seht das alles, ich finde schon fast vielleicht einen Ticken zu negativ. Also es ist natürlich klar, es ist eine neue Technologie und meiner Ansicht nach kann man Technologien nicht aufhalten. Die kommt so oder so und es ist auch bis jetzt immer so gewesen, dass jede Technologie sowohl im guten Sinne als auch im schlechten Sinne ausgeführt wurde. Na, da muss man sich drauf einstellen und so weiter und ich glaube, damit müssen wir leben. Und ich denke, das ist eine riesige Chance für uns. Also am Ende nochmal einfacher in gewisser Weise auch in Richtung komplexere Dinge zu gehen, einfach nochmal so einen Assistenten bei sich zu haben. Also er generiert dann noch doch jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr Mehrwert, würde ich mal sagen, als wenn man das jetzt alleine machen würde in der Zeit eventuell. Und von daher gehe ich schon stark davon aus, dass der langfristig eine sehr, sehr große Chance sein wird und auch für unsere Jugend in der Schule und so weiter. Ich denke, es ist wichtig, dass man das nach und nach beibringt, wie man damit sozusagen arbeiten kann. Gut, dass wir hier in Deutschland wahrscheinlich nicht die Ersten sein werden in der Schule, ist wahrscheinlich klar. Aber ich gehe davon aus, dass sich wahrscheinlich dann dadurch sowieso die Schule nochmal verändern wird. Denn ja, jetzt kannst du viele Hausaufgaben in ChatGPT eingeben. Konntest du davor aber auch schon machen, also man muss sagen, so beispielsweise in Mathe für diejenigen, die in meinem Alter sind, ich weiß nicht, ob ihr Wolfram Alpha kennt, hat einem schon sehr, sehr früh dann schon geholfen, ich glaube ab 2015 oder sowas, wenn du dann irgendwelche Gleichungen hattest, die du lösen musstest oder irgendwas plotten musstest, das war da schon damals und ist bis jetzt auch noch besser als in ChatGPT beispielsweise. Aber es bietet eben natürlich auch in gewisser Weise Risiken, denn beispielsweise die haben jetzt eine Studie veröffentlicht. Ich meine, es war auch im Auftrag von OpenAI oder aus dem Gebiet dort eben, dass jetzt tatsächlich Wissenschaftler ein Funken von Intelligenz nachgewiesen haben in diesem ChatGPT 4 ist es, glaube ich. Und das ist schon sehr
beängstigend, wenn so ein Ding jetzt wirklich, also wirklich in gewisser Weise intelligent ist. Und jetzt rudern doch relativ viele zurück. Es gibt so ein offenes Paper, beziehungsweise eine offene Petition, wenn man so möchte, die viele namhafte Leute auch unterschrieben haben, darunter beispielsweise auch Elon Musk fällt mir ein und noch viele weitere bekannte Persönlichkeiten, die in dem Bereich vielleicht auch aktiv sind, die Entwicklung von KI erstmal für eine Zeit zu stoppen, um wirklich nachzuprüfen, ob jetzt diese ganze Intelligenz am Ende uns nicht übermächtig werden kann. Ne? Das muss man natürlich dann auch beachten. Und ich finde diesen Schritt wichtig, auf jeden Fall das abzuchecken. Aber ich gehe davon aus, egal wie das jetzt ausgehen wird, der Wandel wird kommen. Da muss man sich in gewisser Weise darauf einstellen. Wir müssen uns darauf einstellen, wie wir am besten damit leben können, arbeiten können und unseren Nutzen daraus ziehen können. Aber ich habe mich nur mit dieser ganzen Text-AI sozusagen beschäftigt, also so mit Bildererstellung und so weiter. Da habe ich mich bis jetzt noch nicht so beschäftigt. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, weil ich bin persönlich schon ein relativ schlechter Grafiker, würde ich sagen. Ne? Aber ist auch vielleicht nochmal eine ganz andere Schiene. Aber nochmal zu dem vorigen Thema, das du angeschnitten hast. Du bist ja quasi noch im Studium. Wie ist denn das bei dir an der Uni? Ist da dieses Tool schon angekommen oder ist das eher so fragwürdig? Darfst du das für Arbeiten benutzen, ist die Frage. Du darfst es nicht ohne Fremdeinwirkungen erstellen, solche Bachelorarbeiten oder Seminararbeiten und so weiter. Also darfst du eigentlich nicht nutzen. Also habe ich bis jetzt auch nicht, weil ich noch nicht die Gelegenheit dazu hatte. Meine Arbeit habe ich noch komplett ohne KI geschrieben. Damals gab es die noch nicht. Wird vielleicht jetzt in der Masterarbeit kommen. Ich gehe davon aus, dass ich die auf jeden Fall nutzen werde, um zum Brainstormen beispielsweise. Ja? Aber wenn es dann in die eigentliche wissenschaftliche Arbeit geht, gehe ich ganz stark davon aus, ich werde es sowieso nicht nutzen, aber dass man das auch erkennen wird. Es gibt beispielsweise jetzt auch eine KI, die KI geschriebene Texte erkennt. Es ist ziemlich crazy, aber das funktioniert. Also von daher gehe ich stark davon aus, dass das in der Hinsicht jetzt nicht groß verwendet wird. Wobei in Kiel habe ich sogar letztens gehört, dort an der Uni, dort gibt es tatsächlich einen Lehrstuhl, die sich genau damit beschäftigen und wo der Professor auch ausdrücklich quasi in Anführungszeichen verlangt oder erlaubt, dass die Arbeiten mit ChatGPT geschrieben werden sollen, um das nochmal so ein bisschen dann zu verdeutlichen. Und ich gehe davon aus, es wird da auf jeden Fall, ich glaube, viel, viel früher ankommen als in der Schule. Ich bin gespannt, wie das die Studenten dann für sich nutzen. Und ich gehe davon aus, ganz viele nutzen es für sich. Auch ich habe es schon für die Klausurenvorbereitung genutzt. Hoffe ich mal, dass ich durch die Klausur durchkomme. Hauke hat ja gemeint, ja, sie erfindet auch manchmal Sachen fachlich und so weiter. Das stimmt schon. Man muss schon aufpassen, was diese AI sagt. Wobei tatsächlich in den Sachverhalten, wo ich diese genutzt habe, beispielsweise in der Mathematik, also so ganz komplizierte Rechenwege habe ich mir nicht ausgeben lassen, die rechne ich selber, ist ganz klar, aber solche Grundfragen zu klären oder was hatte ich tatsächlich letztens, Mustererkennung, habe ich da relativ viel gehabt im Thema, habe ich mir dann dort nochmal verschiedene Phänomene erklären lassen und dann vielleicht auch nochmal nachgefragt, so hey, wie und warum ist das so, und das war schon sehr, sehr plausibel, was ich auch noch teilweise in den Folien nachgecheckt habe und was dann genauso wirklich auch gestimmt hat. Also da muss ich schon sagen, ist ChatGPT klar, es macht Fehler und ist es eine offene Beta, ist ganz klar. Es ist noch nicht produktionsreif, aber dafür, was es jetzt schon kann, das ist schon immer wieder erstaunlich, muss ich sagen. Ein Tipp, den ich gehört habe in der Arbeit mit ChatGPT, soll sein, wenn man dort mal eintippt, kann ich mit dir einen sokratischen Dialog über folgendes Thema führen, dann tust du quasi mit der KI zusammen deine Ideen entwickeln und dann irgendwo zu einem gewissen Schluss kommen, damit ihr quasi auf einem Stand seid. Das ist sehr, sehr interessant und soll sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Dass du ihm quasi sagst, wo er hingehen soll und er dir dann quasi aus deinen Ideen dann was Brauchbares rausfiltert. Oder zusammensucht und das dir dann gefiltert zusammenstellt. So als Tipp für alle, die es mal benutzen wollen, der sokratische Dialog, oder? Hieß das anders nach irgendeinem griechischen oder antiken? Nee, ich glaube, das war Sokrates, sokratischer Dialog. War das, glaube.
Stark, sehr, sehr stark. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ja, sag du erstmal. Ich wollte nur sagen, so weit ist es schon. Also mit ChatGPT. Ja. Also du kannst mit dem direkt zusammenarbeiten. Absolut. Beispielsweise Zusammenarbeit, Copilot, GitHub Copilot, habe ich jetzt auch mal aktiviert. Muss ich schauen, dass ich das kündige, wenn es kostenpflichtig wird. Also was ist denn das? Wahrscheinlich. Das ist am Ende ein Assistent, der dir hilft, mit Code zu schreiben. Ich habe den in meinen Code-Editor eingebunden als ganz normales Add-on und der schlägt mir sehr, sehr detailliert vor, wenn ich irgendwas schreibe, wie diese Zeile zu vollenden ist. Du könntest beispielsweise auch oder kannst, was ich auch mache, Code-Kommentare schreiben, irgendwie ein, zwei Zeilen, und dann machst du eine neue Zeile und dann schlägt er dir direkt vor, was du dann anfangen musst. Also beispielsweise ein Import- oder Include-Befehl, dann geht es weiter, die Klasse zu erstellen und so weiter. Und das Coole ist, der analysiert dein komplettes Projekt, wo du gerade drin bist, adaptiert die Strukturen, adaptiert die Klassen und so habe ich beispielsweise jetzt ein neues Linux Assistant Feature viel, viel zügiger entwickeln können. Klar, er macht noch manchmal Fehler oder schlägt noch manchmal Sachen vor, die ich einfach nicht haben will, aber alleine, was er daraus erkennt und irgendwelche Strukturen aus den Dateien direkt mit implementiert, das finde ich doch eine sehr, sehr, sehr starke Leistung. Also es sind echt gute Ansätze dabei. Er muss noch, also wenn du ihn wirklich richtig produktiv nutzen möchtest und dich darauf verlassen willst, dann muss da natürlich auch noch ein bisschen Arbeit reinfließen. Aber es ist unglaublich, wie er dich selber adaptiert in deinem Code, aber trotzdem halt das komplette Programmierwissen, was diese KI hat, das ist schon sehr gewaltig, dann nochmal mit einfließen lässt. Und so hast du dann innerhalb, keinen Witz, innerhalb einer halben Minute, 100, 150 Zeilen geschrieben, wenn du möchtest. Ne? Und das auch alles Sinn macht und direkt dann funktioniert. Das ist schon sehr, sehr stark. Also da muss ich sagen, für diejenigen, die programmieren und GitHub nutzen, ist das eventuell eine Idee. Probiert's aus. Oder lass es bleiben. Schleichwerbung, ja, absolut. Oder lass gleich den Code von ChatGPT schreiben und mit ein bisschen Glück funktioniert es auch. Richtig, richtig. Aber vielleicht auch zum selber schreiben, ich weiß nicht. Ich hätte noch ein Thema, außer ihr wollt natürlich, ihr habt gerade was. Ansonsten hätte ich dann sogar noch einen Punkt zum Selbstschreiben. Nee, ja, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal durch. Und zwar habe ich letztens auch einen spannenden Artikel darüber gelesen, inwiefern es möglich ist, so eine Open-Source-KI zu bauen und zu etablieren. Mal ChatGPT, Bard und wie sie alle heißen. Die sind natürlich alle Closed Source. Und tatsächlich kostet eine. Das... Also Stable Diffusion ist ja, glaube ich, sogar Open Source und so weiter, aber wirklich an einem Textmodell, was trainiert ist, was du wirklich nutzen kannst, hast du nichts Richtiges in der Hinsicht. Dalai Lama ist 2 Wochen alt, kommt von Meta, ist Open Source. Ja, klar, aber die Sache ist natürlich, wir können es nicht selber bei uns, ich sag mal, also wir sind komplett abhängig von Meta in der Hinsicht, weil nämlich ganz einfach der Punkt ist, das zu trainieren, kostet aktuell noch extrem viel Geld. Also das hat mal jemand hochgerechnet. Das müssten so um die, ich meine, 5 Milliarden US-Dollar gewesen sein, was nur das Training an Serverkosten, glaube ich, waren das Milliarden oder Millionen? Jedenfalls genug. Millionen wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, Milliarden war die Entwicklung insgesamt. Also sonst wird es ein bisschen teuer. Aber ein paar Millionen hat das gekostet, nur die Serverkosten. Und weil halt eben die Hardware, die wir aktuell in unseren Rechenzentren haben, nicht unbedingt super geeignet ist für diese Matrizenrechnung, die man ganz, ganz häufig für die künstliche Intelligenz braucht. Und da tut sich aber auch schon in den letzten Jahren was. Also ich meine, Nvidia hat da so ein gewisses Projekt auch, mir fällt der Name nicht ein, womit sie halt genau solche KI-Hardware sozusagen bauen, die besonders fürs Training und dann, ich glaube, auch für die Ausführung am Ende sehr gut geeignet ist, wodurch man ausgeht, dass diese Kosten für die Rechenleistung für KI in den nächsten 5 Jahren um ein Vielfaches sinken wird und dann tatsächlich auch so langfristig, ich gehe mal davon aus, in 5 Jahren wir schon mit rechnen könnten, dass man tatsächlich auch mit verhältnismäßig geringem Budget natürlich, also es wird immer noch viel sein, aber trotzdem dann so eine KI theoretisch dann
betreiben kann natürlich. Die Sache ist das Training, das hat sehr, sehr, sehr viel Arbeit gekostet. Man muss das meistens auch in mehreren Iterationen durchgehen. Zwischen 10 und 30 Iterationen muss man da durchgehen, wo man immer dieselben Fragen stellt und oder immer ähnliche Fragen und diese korrigieren muss und das halt auf einer ganz, ganz, ganz breiten Ebene, dass das überhaupt irgendeine Form annimmt. Von daher ist es in der Hinsicht sehr schwierig, dass wir da von großen Unternehmen uns unabhängig machen können in der Zeit. Ne? Auch wenn vielleicht die erste KI Open Source ist, was ich tatsächlich auch cool finde. Aber da irgendwie unabhängig zu sein, das wird noch relativ lange dauern. Ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Zukunft auch so kommen wird. Also letztendlich ist das ja immer so eine Kosten-Nutzen-Analyse. Also wenn es günstiger wird, ist es auch eine Breite verfügbar. Und was ich mir dabei vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht so verteiltes Rechnen macht, wie City at Home gab es ja und andere Projekte, wo man so ein kleines Arbeitspaket nach Hause gekriegt hat, das lief natürlich alles automatisch, läuft das immer noch, dann wird das durchgerechnet und die Ergebnisse werden wieder an der zentralen Stelle abgegeben. Vielleicht ich weiß es nicht, ob es funktioniert bei neuronalen Netzen, ob man das auch in so Teilbereiche, die sich einzeln berechnen lassen, aufteilen lässt, um das Ganze nachher wieder zusammen, Gesamtergebnis zusammenzufügen. Das könnte sein, das ist sowas, denn vielleicht gibt es das auch schon, ich habe nicht nachgeguckt, ist jetzt bloß ein spontaner Einfall. Also ich weiß, dass es für die Forschung von Corona eingesetzt wurde, tatsächlich in 2020 ungefähr, so ein Gemeinschaftsprojekt auch. Ob das jetzt für die KI besonders gut geeignet ist, weiß ich nicht. Gehe ich nicht davon aus. Also ich habe ja so ein bisschen Mustererkennung und künstliche Intelligenz so ganz grob auch in der Uni jetzt letztens als Fach gehabt. Aber ja, generell am Ende, ja, die Datensynchronisierung muss am Ende stimmen. Ne? Ich denke, das ist schon fast das Aufwendigere als wirklich die Berechnung dahinter da am Ende, wenn du das auf ganz vielen kleinen Systemen hast. Ne? Dann ist die Frage, ob es wirklich groß effizient ist. Wahrscheinlich, ich wage es mal zu bezweifeln, aber vielleicht kriegt man es ja auch ganz gut hin. Ne? Ist so ähnlich wie bei Bitcoin vielleicht. Ne? Da machen das ja auch ganz, ganz viele. Ist aber keine KI und was ganz anderes nochmal. Ja, also es gibt ja so einige Probleme, die kannst du in viele kleine Häppchen zerstückeln und dann hinterher zusammensetzen. Und es gibt andere Probleme, da kannst du es halt eben nicht. Keine Ahnung, vielleicht weiß das jetzt jemand spontan auf einem der Kanäle, wo es jetzt live läuft. Haben wir hier zufällig einen OpenAI-Entwickler da oder sowas? Wie macht ihr das überhaupt? Ja. Genau. Plaudert doch mal aus dem Nähkästchen. Genau. Oder trainieren wir die ganze Zeit die KI-Modelle mit unseren Gratis-Anfragen? Ja, klar, das auch. Was ja eh der Fall ist. Auf jeden Fall. Ja. Das tun wir. Ne? Wie heißt das? Recapture, das Ding da? Das war ja eh so ein Ding. Das war die Vorstufe. Ja. Das war die Pre-Alpha. Ja. Jetzt lässt sie uns das wird auch sehr interessant, habe ich mir auch letztens gefragt. Ja, wie machst du das in Zukunft mit dem Ich bin kein Roboter? Also, weil die Dinger sind dann so schlau, dass sie sowas mit Leichtigkeit wahrscheinlich sogar noch besser erkennen können als wir, wenn man manche solche Grafiken sieht, dass man da auch manchmal die Buchstaben nicht entziffern kann. Das finde ich stark. Ist vielleicht nochmal auf einem ganz anderen Papier. Ich hätte noch ein kleines Thema, was mir in den letzten Tagen auch nochmal gekommen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall für die nächsten Jahre in den Linux-Distributionen auch interessant werden könnte, weil ich bin mir ziemlich sicher, Windows 12 wird KI mit sich haben, so einen Assistenten, wahrscheinlich sogar auch auf die GPT- oder GPT-Basis ist am Ende auch Microsoft dahinter. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die das relativ schlau anstellen, dass die da enorm größere Use Cases sozusagen schaffen, sodass wir in der Linux-Welt von einem auf den anderen Moment in gewisser Weise abgehängt sind. Von der Bedienbarkeit, vielleicht auch von der Selbstverwaltung des Systems. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in gar nicht allzu langer Zeit ein riesengroßes Thema werden wird. Und die arbeiten sicher schon daran. Und habt ihr da vielleicht eine Meinung dazu oder einen Gedanken vielleicht?
Also von ist ein anderes Gebiet, also Thema Sicherheit, Einbruch in Netzwerke erkennen und so weiter. Da hat mir einer mal erzählt, da ist jetzt was, also das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, die machen jetzt irgendwie was ganz Tolles. Per KI wird dann erkannt, ob jemand in ein System eingebrochen hat, und am besten entwickelt das dann auch dynamisch so eine Abwehrstrategie. Das klang so ein bisschen nach Marketing-Blafasel, aber ich kann mir vorstellen, dass solche Sachen durchaus irgendwie funktionieren. Und ja, das wäre jetzt ja Thema Firewall und hier, oder keine Ahnung, Endpoint Security und was es alles gibt. Aber wenn man jetzt ins Betriebssystem sowas integriert, ja, finde ich eigentlich eher eine, also es entfernt quasi den Endanwender noch weiter von dem Gerät, weil es noch mehr Dinge tut, die keiner mehr versteht. Und das ist jetzt ja bei vielen Sachen schon so, die meisten verstehen halt nicht, wie grundlegend so ein Computer funktioniert. Darum sind sie denn oftmals auch irgendwie ja teilweise panisch oder so. Es geht nicht, Hilfe, Hilfe. Weil keiner, oder was heißt keiner, also viele nicht mehr verstehen, wie die Dinge funktionieren, und die wissen sich dann auch nicht zu helfen. Also ist ja bei mir bei anderen Dingen auch so, mit denen ich mich überhaupt nicht auskenne. Da brauche ich irgendwie jemanden, der mir das erzählt oder der mir im Falle eines Falles auch mal helfen kann. Aber also das halte ich auch für gefährlich. Das wird aber bestimmt kommen. Also gerade was Microsoft angeht, die, wenn ich mir so die Entwicklung angucke, die da geschehen ist in den, sagen wir, 20, 25 Jahren, eigentlich wurden die Nutzer ja darauf trainiert, dass sie eigentlich nicht mehr genau wissen, was sie tun. Also das beste Beispiel finde ich diesen Dialog, den es in einer Windows-Version gibt, wo denn steht, wo befinden sie sich? Da geht es um Netzwerkeinrichtungen. Wo befinden sie sich? Sind sie in einem öffentlichen Gebäude oder zu Hause oder sowas? Und da war, also ich bin ja kein Windows-Mensch, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich kenne halt Grundlagen, was ist eine IP-Adresse, was ist ein DHCP-Server und sowas. Und da hatte ich einen auszubildenden Fachinformatiker dabei, und er wusste das alles nicht. Also das war nicht Teil seiner Ausbildung, was wie Netzwerk funktioniert. Also er ist mit diesen Dialogen groß geworden, und er wusste halt überhaupt nicht, was dahinter steckt. Und irgendwie, das ist schwierig. Und dann habe ich ihn gefragt, was klickst du da denn jetzt an? Ja, das hier klicke ich dann an. Wir sind ja hier in der Firma. Ja, aber wieso, welche Auswirkungen hat das denn? Setzt das irgendwie noch Firewall-Regeln oder sowas? Was für Dinger? Ja, Firewall-Regeln. Also damit das System, ach so, ja, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also darauf hat Microsoft die Kundschaft ja eigentlich schon seit Jahrzehnten trainiert. Und wenn man das jetzt noch weiter verschiebt, dass man so ein selbstadministrierendes System denn da vorsetzt, und das macht einfach irgendwas, sieht hübsch bunt aus, spricht vielleicht mit einem, und keiner weiß mehr, was da Sache ist, das halte ich für großartig gefährlich. Wird schwierig. Also wenn Cortana endlich ihrem Vorbild gleichkommt und dir die Zügel aus der Hand nimmt, und dann kracht das Schiff halt auf so einen Kringel, und ja. Wobei, das war nicht Cortana. Das war ja. Ja, das war ja durch Menschenhand. War was anderes nochmal. Ja. Aber stell dir vor, was wollte ich sagen? Es gibt keine Systemeinstellungen mehr, sondern nur so eine Textkonsole, oder wo du dann auch reinsprechen kannst beim Mikrofon. Das wird ja auch sicher dann so sein, ne? Dass du keine Systemeinstellungen für eventuell mehr hast, oder vielleicht gar keinen Datei-Explorer vielleicht. Also man muss das ja mal weiterdenken. Also das wird, ich denke, auch noch einige Jahre in Windows so drin sein, weil sonst würden da, denke ich, viele Nutzer allein aus Gewohnheit dann da dagegen sein. Aber ich könnte mir sowas langfristig vorstellen. Und ja, zeichnet ein ganz, ganz neues Arbeiten mit dem Computer dann aus. Ne? Und generell, ja. Wirklich mit Texteingabe, also mit Spracheingabe? Ja, also das haben sie ja jetzt schon, und ansonsten machst du es halt per Text. Also dass halt beides geht. Ich glaube, die KI wird dann durchdrehen und sich selbstständig machen, wenn die zu viel verschiedene Dialekte verstehen muss. Ich glaube, dann dreht jeder durch. Dann spinnen die ja so ein tolles Bayerisch, ja? Ja. Oh, das ist stark. Ja. Ja, aber gut. Ne? Also ja. Ich gehe stark davon aus, dass das langfristig
kommen wird. Und das habe ich, bin ich ehrlich, vor ein paar Monaten nicht gesehen, dass sowas in der Hinsicht überhaupt möglich oder einfach ja, nicht für Möglichkeiten, auch nicht drüber nachgedacht natürlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das ja, uns damit dann beschäftigen werden. Ja, und ich gehe da stark davon aus, also ich mache ja den, jetzt hole ich noch mal ein bisschen aus, ich programmiere den Linux Assistant, was ja in die Richtung gehen soll, dass du auch am Ende so eine Suche hast und du da eigentlich auch alles finden sollst und so weiter. Unter anderem. Und da habe ich mir auch schon überlegt, wie baust du da KI ein oder sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Konsole generell in der Zukunft sogar immer wichtiger werden könnte, einfach für die Leute oder vielleicht auch immer mächtiger werden könnte. Ne? Tatsächlich. Aber mal abwarten, was das so wird. Ich bin wirklich gespannt, wo sich das in unserem Alltag etablieren wird, wo wir einfach relativ einfache, stupide Sachen mit einer KI lösen können. Also wird dann die Menschheit noch fauler und dümmer, weil sie nicht mehr FAQs liest, sondern einfach, warum geht Internet nicht, bei der Telekom eintippt. Übrigens, ich bin drauf gekommen, weil ich den ersten Supporter mal dahingehend beleidigt habe, weil die mir nicht weiterhelfen wollten. Habe ich beim Offline gesagt, ich hoffe, ihr Job wird von ChatGPT ersetzt und habe aufgelegt, das war, da war ich an einem Punkt, da hat es mir gereicht. Ja. Er hat dann aber nicht gesessen, dachte ich mir. Das boah, das sind die neuen Beleidigungen im Jahr 2023. Ja, obwohl so weit weg ist das ja eigentlich gar nicht. Ist es gar nicht, deswegen. Nochmal irgendwie weg von, das ist wieder Richtung Gesellschaftskritik oder wie auch mit Kunden umgegangen wird und insgesamt. Also bei vielen Firmen ist es ja wirklich so, wenn du dann eine größere Firma hast, du kriegst eigentlich keinen mehr ran, der irgendwie Ahnung oder Kompetenz hat. Und dann erzählen sie dir irgendwas, das lesen sie dann zum Teil auch ab, weil sie wirklich exakt diese Sachen sagen und fragen müssen. Und die können dir auch nicht helfen. Du redest zwar mit einem Menschen, aber der ist komplett fremdgesteuert. Also da hast du diese Probleme jetzt ja, oder was heißt jetzt? Also die hast du ja schon eigentlich relativ lange, solange es Callcenter gibt oder solange sowas outgesourced wird. Und spinn jetzt, das nochmal weiter. Ja. Mach mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich habe einen Punkt, also, wo ich es weiterspinnen könnte. Also ich würde dazu sagen, wird die Qualität für den Endkunden an diesen Stellen wirklich schlechter, dass da kein Mensch mehr sieht, der sein Skript hat, was er durcharbeiten muss und dich eigentlich bloß irgendwie abwimmeln soll? Das sind eigentlich so Jobs, die man auch komplett an eine KI übergeben kann, denn die Menschen können dir nicht helfen. Selbst wenn sie es wollen, sie können es einfach nicht, weil innerhalb von dem System Dinge einfach nicht vorgesehen sind. Wenn du aus dem Raster rausfällst, bei dir ist irgendwas vorgefallen, was nicht deren Drehbuch entspricht. Also die haben ja Standardvorgänge, du willst vielleicht einen Vertrag kündigen oder sowas, alle Standard. Oder IPv4-Pakete kommen nicht mehr beim Hoster an. Genau, ja. Also dieses Problem hast du, das ist da nicht vorgesehen. Also von daher können sie dich nicht behandeln, also machen sie es mit Abwimmeln. Ich habe einen Kommilitonen, der ist leider nicht im Informatikbereich, sondern arbeitet genauso für so ein Callcenter, so als Nebenjob. Und nichts gegen den Kommilitonen, aber sagen wir so, er hat schon mit der deutschen Sprache ein bisschen schwieriger. Und ich sag mal, eigentlich hat er da von dem Ding, was er macht, null Ahnung, sondern aber sage ich, ja, ich arbeite jetzt da, ne? Und dies und jenes. Und werde jetzt bald irgendwie sogar Teamleiter oder sowas, weil er sich wohl nur halb so schlimm anstellt, sagen wir es mal so. Nein, das ist sehr, sehr fies gesagt, ne? Aber es sind wirklich genau solche Leute, die eigentlich gar keinen Plan haben, relativ niedrig bezahlter Job. Und dann. Genau, ja, und das wird auf jeden Fall, denke ich, dann ersetzt. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, wo wir nicht nur mit ChatGPT schreiben, sondern dann auch VoiceGPT haben, sowas in der Hinsicht, und dann direkt telefonieren können mit ChatGPT. Und da wollte ich nämlich hin, das Ding weiterspinnen zu von Haukes Geschichte. Dann wird sich nämlich auch noch mal so ein bisschen der Arbeitsmarkt beziehungsweise der globalisierte Arbeitsmarkt verändern. Jetzt brauchen große Firmen nicht mehr irgendwelche Callcenter in Indien anrufen oder anstellen oder in Rumänien oder sonst da wo. Dann ruft die nicht mehr der Dave von der Technik-Hotline an, sondern ich bin der Dave von der Technik-Hotline.
Ich bin die künstliche Intelligenz, Dave von der Technik-Hotline. Yeah. Vielleicht geht es dann so los. Also, es wird so kommen, garantiert, aber ja, es wird auch wieder den globalisierten Arbeitsmarkt verändern. Und dann ist die Frage, wer fällt da hinten unter? Also, es ist dann schade ganz um die Leute, die dann wirklich in den Ländern sind, die eigentlich jetzt noch für gutes Geld dort arbeiten und dann vermutlich nicht mehr arbeiten und dann vermutlich auch von der Technik nicht profitieren, weil die vielleicht noch nicht so weit sind. Also wird interessant die nächsten Jahre. Auf allen Hinsicht, also auf allen, auf der ganzen Divergenz der Möglichkeiten, die wir dort haben. Ob nun hier von wie ich es eingangs gesagt habe, hier diesen Informationskrieg, diesen Cyberwar, den man da benutzen kann, oder eben wirklich das, was uns das Leben erleichtert irgendwann. Wird interessant. Ich glaube, wir können uns das gar nicht so vorstellen, was das für Auswirkungen haben wird in den nächsten 10 Jahren. Ich denke, es wird so viel an Berufsgruppen dann sogar wegfallen, dann an den relativ einfachen Jobs noch mal mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Wobei, du hast natürlich in anderer Hinsicht dann, denke ich, auch in der Zukunft einen neuen Markt, der wahrscheinlich kleiner ist, aber für das ganze Training der Leute oder der KIs. Weil ich denke, da wird noch viel, viel, viel mehr dazu kommen. Und diese KIs zu konzipieren, dass sie genau das machen sollen, in der als die Person sozusagen, das zu trainieren und denen die Informationen zu vermitteln, das wird, denke ich, auch nochmal ein neues Berufsfeld. Aber es wird viel, viel kleiner sein als jetzt die Massen an den Menschen, die wir in solchem ja, Niedriglohn, ich sag mal, Büroarbeiten drin haben. Ne? Wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Dann vielleicht nochmal Bogen wieder zurück, was du gesagt hattest, relativ weit am Anfang, Jean, mit wo ein Funke von Intelligenz gefunden wurde. Gerade nochmal andere Position eingenommen. Also wir haben ja quasi Berufe, die besonders kreativ sind oder die sich ziemlich genial finden, also künstlerische Berufe, Musik, Grafik, sonst irgendwas. Und ich nehme mich da jetzt auch nicht aus, irgendwie Programmierung oder, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie genial oder besonders gut bin. Ich sehe es mehr oder weniger als Handwerk und man lernt das über die Richtig. Zeit halt, wie man mit Problemen umgeht. Und das Ganze sind jetzt keine großartigen oder ist zwar schon irgendwie eine tolle Sache, aber es ist jetzt nun nicht so genial, dass man das nicht auch irgendwie ersetzen könnte. Also gerade die Kreativbranche, wo wir auch irgendwie so ein bisschen damit reingehören, da lässt sich vieles halt doch automatisieren. Und vor entweder gestern oder vorgestern gab es einen Artikel, wo in einer Firma, die irgendwie Pixelgrafiken für Spiele herstellt, die haben das vorher irgendwie mit so einem 3D-Programm gemacht, Modelle generiert und hinterher da Pixelgrafiken draus gemacht für Animationen und sowas. Und da wurde das jetzt quasi so gemacht, ihr macht das jetzt über Midjourney. Das ist auch so eine, so ein neuronales Netzwerk, was aus Texteingaben relativ hübsche Bilder generiert, wenn man es oft genug durchlaufen lässt. Also bei dem, was ich gemacht habe, 100 Bilder, davon sind 5 irgendwie ganz okay und 2 davon sind wirklich verwendbar. Also so ungefähr ist der Ausschuss dabei. Bei Midjourney wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Und in dieser Firma, die 2 Grafiker, die vorher mit viel Aufwand innerhalb von 2 Wochen irgendwie so einen Spielcharakter gebaut haben, die machen das jetzt dasselbe jetzt innerhalb von 2 Tagen. Und nicht mehr in 3D, sondern hier Midjourney spuckt da gleich die Pixelgrafiken aus. Die werden dann noch ein bisschen nachbearbeitet und irgendwie mit Animationen versehen. Und insofern ist das ja der eine von den Grafikern, der beschrieb das eigentlich als einen ziemlich harten Fall. Ne? Also vorher war er ein Kreativer, der richtig tolle Arbeit geleistet hat, der Herzblut reingesteckt hat, tolle Sachen gemacht hat. Und jetzt auf einmal wurde er quasi richtig runtergestuft auf, du bedienst jetzt so ein Modell, stopfst da irgendwelche Textbegriffe ein, bis das irgendwie passt, dann hinterher mit Photoshop noch ein bisschen nachbearbeiten und dann machst du da ein paar Animationen draus. Also der hat so ein bisschen seinen Lebenszweck
da verloren. Und ich denke mal, an vielen Stellen wird das auch sein. Also gerade was irgendwie Musik angeht, dass wir vielleicht auch von der Position wegkommen, oh, das ist genial, sowas Geniales, aber letztendlich ist es auch bloß irgendwie Statistik. Und viele andere Sachen, das ist einfach bloß Statistik, Wahrscheinlichkeit. Wir finden uns als Menschen wahrscheinlich irgendwie so genial, wir sind das Höchste der Schöpfung, wie auch immer man es nennen will. Aber die Sachen, die bei uns grob im Gehirn ablaufen, die lassen sich auch mathematisch beschreiben. Das, was die künstlichen neuronalen Netze machen, das ist zwar deutlich primitiver von der Art und Weise, das ist keine 1:1 Umstellung, das ist viel, viel primitiver, aber viele Sachen kann man halt dadurch so weit emulieren, dass man brauchbare Ergebnisse rauskriegt. Also von daher müssten wir vielleicht insgesamt von unserem hohen Ross absteigen und sagen, ja, wir sind nicht so toll, wie wir uns vielleicht vorher alle gefühlt haben. Aber eigentlich, also ich würde es ein bisschen dementieren, bin ich ehrlich. Mhm. Also klar, also generell stimme ich dir voll zu, aber wir sind die geilen Typen, die dieses Ding erschaffen haben, also nicht ich war nur faul da gesessen, aber ne, weißt du, was ich meine? Nee, aber klar, generell stimme ich deinen Gedanken absolut zu, und aber was ich aktuell auf jeden Fall noch festhalten kann, man muss unbedingt das Hintergrundwissen noch aufbringen, und das fragen sich vielleicht manche Leute, ja, wenn ich jetzt sowieso nur noch die KI fragen muss, brauche ich dann überhaupt noch meine Ausbildung, also mein Studium oder sowas? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man so ein Hintergrundwissen braucht und auch vielleicht das Erlernen so ein bisschen, wie man an Probleme rangeht, wie man diese löst. Das habe ich jedenfalls in der Uni bis jetzt gelernt. Und das ist extrem wichtig und wird, denke ich, auch für eine ganz, 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 ganz lange Zeit noch so sein. Ne? Ob es für immer so sein wird, wage ich zu bezweifeln, aber ich denke, solange wir noch leben, ist es, denke ich, noch auf jeden Fall extrem wichtig, dass man dann guten Background mitbringt, und man kann nicht mit ChatGPT jetzt eine ganze App schreiben, ohne zuvor irgendwie irgendwas von Informatik nicht gewusst zu haben, sozusagen. Ne? Also man braucht da schon nochmal Hintergrundwissen. Aber es vereinfacht einem die Arbeit um ein Vielfaches. Auch diesen Pixel-Grafiker, der eigentlich genau dafür bezahlt wird, eigentlich, dass er sich da so intensiv reinhängt, das ist natürlich im Kunstbereich nochmal viel, viel, viel gravierender als jetzt, vielleicht in anderen Bereichen. Na, aber vielleicht wird das auch so ein Bereich sein, der als erstes in gewisser Weise wegfällt. Aber solche KI-Modelle im Bildbereich, die gibt es ja sogar schon länger. Also so von Nvidia gibt es ja da schon seit Jahren sowas, muss man sagen. Na, aber die werden auch immer besser. Da ja, so bin ähnlich ich, auf jeden Fall schon. Ja, genau. Ne? Bin ich aber sehr gespannt auf jeden Fall. Ich bin wirklich der Meinung, dass eine KI noch sehr, sehr lange braucht, um wirklich die Kreativität eines Menschen, weil der ja noch wirklich außerhalb der Synapsen denken kann, wenn er mal kurz abschaltet, so unter der Dusche oder sonst da wohl, so weit ist eine KI noch nicht. Deswegen so wirklich kreative Arbeit, ich glaube eher nur, weil es gerade so gehypt ist, ist es einfach nur mal so, dass jetzt wirklich kreative Stellen wirklich sich damit eher beschäftigen, aber so wirklich kreative Arbeit ersetzen, sehe ich noch nicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Und selbst wenn er dann kreativ denken kann, dann ist es spätestens soweit, wo wir wirklich mit Heugabeln und Fackeln dahin gehen müssen und die Server abschalten, weil dann wird sie fertig. Genau, ja, Stecker raus. Ja, nee, aber ich würde sagen, aktuell performt die KI vielleicht schon den einen oder anderen aus, weil sie viel, viel mehr Einflüsse hat, viel, viel, viel mehr Daten, ein viel, viel größeres Wissen insgesamt, als wir haben können in der Hinsicht. In der Hinsicht. Und von daher auf jeden Fall wahrscheinlich einfach aus dem, was ganz, ganz viele Menschen an Kreativität beigetragen haben, das zusammenfasst. Das würde ich vielleicht so formulieren. Ne? Dass sie selber kreativ ist, ist ja, glaube ich, jetzt noch nicht so das Ding. Also sie schaut halt immer nur, wie sie Daten am sinnvollsten verknüpft, aber die muss jemand mal eingegeben haben. Ne? Und von daher so. Ja. Aber trotzdem, für den normal Kreativschaffenden ist es jetzt schon schwierig. Oder man muss so gut sein, dass die KI noch nicht mitkommt mit dem, was sie da ausspuckt. Aber ist sie eigentlich auch noch gar nicht. Also ja, das wird noch dauern. Ne? Also so in professionellen Büros und so weiter kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt sich ausgetestet wird und vielleicht auch die ein oder andere Aufgabe erledigt werden kann mit KI. Aber das ist dann doch schon noch ein großer Teil.
vor allen Dingen, wenn es spezieller wird und genauer werden muss, dass man da noch ein bisschen braucht. Aber das, glaube ich, wird sich viel, viel schneller entwickeln, als wir uns gerade das noch wahrscheinlich vorstellen können. Weil mittlerweile KI schon selber Chips. Ja, genau. Ja, weil KI ja schon selber Chips entwickelt und so weiter. Also Computerchips und so weiter. Ja, es ist, also sie schafft sich gerade selber nochmal mehr, ne? Also, ja, aber sie macht es auf jeden Fall, ne? Ja, das ist gruselig, absolut. Sollten da nicht schon die Alarmglocken klingeln, das ist die Frage. Schwierig. Aber die können wir ja eh nicht beantworten. Ja gut, wir hatten ja eigentlich vor, dass wir ein bisschen kürzer sind als letztes Mal. Ungefähr kratzen wir ja schon wieder an der Zeit, die wir letztes Mal gebraucht haben, oder? Nein, nicht ganz. Aber es ist nicht halt ganz. Okay. Interessant. Aber ja. Ja, genau. Wir können gewisse Fragen nicht mehr beantworten. Ich denke mal, das ist okay so, wenn wir es jetzt langsam zum Ende kommen lassen. Die Frage ist halt noch, die ich jetzt gerade mal den Live-Zuschauern, Hörern stellen kann. Wie ist es mit diesen drei Plattformen? Ist es okay, sollen wir wieder nur zu einer zurückgehen? Ist es euch egal? Das wäre mal ganz cool, wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen würden. Also wir sind, für die Leute, die es nicht wissen, wir sind einmal auf Twitch unter Saint of Sinner da, unter linuxguides.de/live und auf Nichterweisheit letzter Schluss auf YouTube. Bei YouTube, ne? Ja. Genau. Ja. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie in ChatGPT und dann beantworten die das euch. Ne? So. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Wir sind immer weg. Nein. Wir sind immer weg.de. Genau. Ja. Genau, die nächste Folge ist dann ChatGPT generiert. Ja, genau. Richtig. Also sind wir auch nicht mehr da. Nee. War sehr schön mit euch. Wir werden dann auch zuhören. Ne? Und dann, das Beeindruckendste aus der jüngsten Vergangenheit von KI war. Da hat ein Zuschauer vom Streamer und YouTuber Stay mal ganz banal in den Chat gefragt, was sein Lieblingssong ist. Das hat er ihm beantwortet. Und ich glaube, 2 Wochen später hat er seinen Lieblingssong interpretiert von ihm selber bekommen. Da hat der User sich einfach mal die Arbeit oder die Mühe gemacht, seine Stimme, wo es ja schon ganz viele Samples gibt durch die ganzen Streams, dort zu trainieren und dann seinen Lieblingssong von einer Frau interpretiert genommen. Und dort hat die KI quasi anhand der Frau und den Sample-Daten einfach seine Stimme draus gemacht. Und der war total fasziniert. Und das hat sich auch für den Stand, wie es jetzt ist, schon ziemlich gefährlich angehört. Also ziemlich gut. Ja. Also, schwierig. Ja, crazy. Crazy. Ja, es wird interessant werden. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist zu verdrängen oder das bewusst auszuschalten, weil ich denke, wir werden uns alle mit beschäftigen müssen. Ja, aber bewusst ausschalten sollte man eigentlich nicht. Was meinst du? Bewusst? Bewusst ausschalten, dass es das gibt, sollte man nicht. Man sollte sich bewusst sein, dass es das gibt und auch wirklich mal zu hinterfragen, was man da bekommen hat. Das ist wichtig. Das ist zur Zeit. Das absolut. Auch nochmal wieder ein bisschen zurück zu dem, was ich irgendwann mal am Anfang gesagt habe. Also, dass wir quasi daraus lernen, dass sich Dinge fälschen lassen, quasi von jedermann zu ganz geringen Kosten. Das ist einerseits gruselig, aber andererseits kann es natürlich auch sehr zur Entspannung beitragen. Also, dass man irgendwelche Erpressungsmaschen oder so, die da gelaufen sind mit irgendwelchen gefälschten Bildern oder so, wenn jetzt alle wissen, ja gut, man kann alles fälschen, das kostet heute nichts mehr, dann, ja nö, damit lasse ich mich halt auch nicht erpressen. Ne? Also von daher, das ob das stimmt. Jetzt Stimme ist oder ob das jetzt irgendwelche Videos sind oder Standbilder oder so, ja und, komm nicht von mir, hat irgendjemand generiert, ja und. Und wo, ich hoffe mal, dass es denn durch ist, insofern. Das stimmt natürlich in gewisser Weise, aber durch die Evolution sind wir da tatsächlich so vorprogrammiert, dass wenn wir irgendwas sehen, hören, schmecken und so weiter, alles Mögliche, eher mehr für wahrnehmen, als das direkt hinterfragen, so nach Motto. Also das stimmt. Ist ganz, ganz schwierig. Ich denke, du wirst damit, wie auf Social Media, da wissen eigentlich auch ganz viele Leute, dass da ganz, ganz viel Mist steht. Ich denke, da werden sich leider schon sehr auch Leute noch beeinflussen lassen. Nicht jeder, in gewissem Maße, aber ja. Nee. War ein sehr, sehr cooles Thema, würde ich sagen, oder? Genau. Ja. Mhm.
theoretisch hinterfragt, was euch die KI rausschmeißt. Richtig. Bleibt kritisch und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Genau. Alle, die noch Lust haben, ich werde danach noch weiter streamen. Thema, kann Podman inzwischen Docker ersetzen? Nur so nebenbei, wer dann noch dabei bleiben will. Wer nicht dabei bleiben will, kann einfach abschalten gehen. Ist mir egal. Ich bedanke mich bei euch so, fürs dabei sein, Jean und Hauke, auch für jeden Zuschauer. Ja, danke auch. Ich bedanke mich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns prinzipiell beim nächsten Mal. Genau. Und hören. Absolut. Macht es gut. Ciao. Und tschüss. Bis denn.